Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Community Versus. Und hier sind noch Dustin GB und Matti gerade am Rennen fahren. Ich dachte, Kiera sagte, ich sollte da mal auch reinschauen. Ist sicherlich ein cooler Kampf. Ein knapper Kampf, ja. Aber Matti scheint gerade noch die Führung zu haben. Ach, ich dachte, es wäre schon vorbei oder so. Ich weiß ja nicht, welche Runde gerade ist. Bleiben wir mal in der Verfolgerperspektive. Und beide haben Rosalina. Das ist sehr schön. Das bedeutet, nachher werden wohl mindestens 5, 6 Leute dabei sein. Wenn die beiden jetzt schon zocken. Das freut mich. Die Community wächst. Herzlich willkommen, Dustin GB. Tja. Aber mach mal bitte dein Match fertig. Ich möchte hier auch mitspielen. Ich meine, ich finde ja Zuschauer nicht schlecht und so, aber ich möchte selber spielen. Und diesmal bin ich besserer Laune und positiveres Denken und alles mehr wie gestern. Da wird es dann auch sicherlich besser. Turnier ist eröffnet. Jeha! Dann geht's los. Sofort. Nachdem wir unser Zeug ausgewählt haben. Wir sollten jetzt schon einiges an Spieler gefunden haben. Ja, zwei. Kera ist aufgeregt und nervös und weiß was ich. Und die anderen sollten auch bald noch kommen, sonst werde ich das Match hier nochmal zurücklegen. Ah, da kommt der Erste. Das dürfte dann Dustin GB sein. Genau, den Mii kenne ich ja noch gar nicht. Wir warten auf jeden Fall noch auf Matti. Wobei, gut, durch, ja. Schade, wenn er jetzt nicht dabei ist. Ich meine, alleinig dadurch, dass ich rausgehe, kann ich das Match nicht verhindern. Das heißt, Matti ist wohl im ersten Match nicht dabei. Schade. Und Todpuck wohl auch nicht. Okay, ich würde mal sagen, ja gut, wir können ja nachher trotzdem 5 Rennen fahren. Das macht ja auch nichts. Bin da auf jeden Fall dann schon mal gespannt, wie gut das in GB ist. Aber wenn er sich mit Matti messen kann, dann sollte er nicht so schlecht sein. Außer das in GB ist Gaming Baboon. Keine Ahnung, nur umbenannt. Könnte natürlich auch sein. Na, so, los geht's. Bam. Kiera geht gleich auf mich drauf. Hi. Dann werde ich gleich mal unten rumfahren. Weil ich es kann, offenbar. Weil ich es muss, eher. Nehmen wir mal das hier mit. Und hier auf jeden Fall auch. Come on. Das müsste doch... Oh, wow. Okay. Nein, so wird das nichts. Ah, so wird das auch nichts. Okay, ich brauche mehr Münzen. Perfekt. Hier nehme ich auch noch ein paar mit. Okay, der fährt auch darum. Wie kriegen wir den überholt? Da müssen wir eine ganz besondere Taktik hier fahren. Und zwar gut fahren. Ich weiß, es ist... So, ich nehme trotzdem mal noch ein Item mit. Einfach, weil ich es mir auch leisten kann. Normalerweise. Wo ist er denn hin? Wollte ich denn eigentlich sagen, aber okay, der fährt da oben entlang. Na gut, wir behalten mal unser Item, denn das ist nicht so schlecht. Und sobald ich hier rauskomme, kann ich das auch benutzen. Weil wenn ich damit ihn nicht treffen kann, dann bringt es mir auch relativ wenig. Das bedeutet, dass ich dann lieber auf ein anderes Item zurückgreifen muss. 3 Bananen. Das wird mir auch nicht helfen. Deswegen ich das gleich mal wegwerfen kann. So, wir sind auf Maximum. Wow, okay. Das sind wir jetzt ordentlich. Super. Okay. Und hier scharf driften. Damit es nicht reicht, natürlich. Wir nehmen mal kurz das zum Boosten.
Why not, right? Ach, come on. Na, verdammt, das reicht nicht. Okay. Kera ist dicht hinter mir. Ein grüner Panzer, na toll. Das ist meine letzte Chance. Und das war's. Letzte Chance ist vorbei. Schade, okay. Da kann einen ordentlichen Vorsprung hier aufbauen. Aber das will nicht heißen, dass das nächste Match auch so ist. Jede Strecke ist komplett unterschiedlich und in jeder Strecke ist jeder anders. Deswegen habe ich da schon Hoffnung, dass da bei der nächsten Strecke auch mehr geht. Und Toadpunk ist dabei. Ha, sehr schön. Nehmen wir mal Yoshis Tal. Ja, why not? Yoshis Tal ist ganz cool. Oh, ich kann nicht mal schreiben. Und wir sind schon zu fett. Ich frage mich, wo Matti hin ist. Spielt erst davor bis jetzt und jetzt ist er plötzlich weg. Geht doch nicht. Okay. Wie die Computergegner halt immer null Chance. Vielleicht werde ich auch mal irgendwann die Computergegner etwas hochstufen oder so. Mal schauen. Der Hot Rod von Rosalina sieht auf jeden Fall cool aus. Kann man nicht anders sagen. Nehmen wir das gleich mal. Und ich hol mir hier ein paar Münzen. Na. Wollte ich eigentlich machen. Hätte gerne ein paar Münzen geholt, sollte es heißen. Aber nicht, wenn ich gleich getroffen werde. Das, liebe Leute, bringt mir exakt 0. Und Kera wird da getroffen. Uiui. Okay, perfekt. So, und ich habe kein Item bekommen. What the heck? Come on. Au. Ja, pff, danke, Kira. I need some... Something. Something to do something. Oder so irgendwie. Ah. Einfach mal einen nach hinten, nicht, dass das irgendwas bringen würde oder so. Hauptsache ich krieg neue Items. Rest ist mir dann auch egal. So, lass mich da mal durch. Ah. Ja, natürlich wieder genau dann, wenn ich ein Item bekomme. Ach. Come on. Gibt's doch nicht. Schipp. Kira, Kira, ich bin direkt hinter dir. Dam, dam, dam. Hier. Friss das. Ja, toll. Das wird mir nicht sonderlich viel helfen. Nein. Shit. Ich schaff's ja nicht mal meine... Oh, danke für den Schupp hier. Bam. So. Ich muss mich ja auch mal hier wehren. Wenn wir hier uns schon battlen. Das wird mir nicht helfen. Puh. Okay. Knapp. Shit. Ich lose hier gerade ab. Gegen CPU Waluigi. What the heck? Okay. Ich sehe schon die Chatnachricht von Kira kommen. Ganz genau. Ich weiß ganz genau, was sie schreiben wird. Das ist, jetzt kommt Matti dazu. Okay, jetzt sind wir zu fünft. Sehr schön. War trotzdem ein schönes Spiel, ja. Und Dustin ist auf jeden Fall hier gerade. Der dürfte eine ordentliche So-Rangliste haben, das ist klar. Aber wir werden natürlich unser Bestes versuchen, da was dagegen zu tun. Und ich muss einfach mal mehr wieder trainieren offscreen. Wobei es heute echt wieder geht. Deutlich weniger Fails wie gestern. Aber trotzdem bin ich damit noch nicht zufrieden. Von dem her.
Mindestens einmal möchte ich hier auch noch gewinnen. Sehr schön. Und go. Hi. Komm mal her, Nick. Wow. Au. Natürlich. Natürlich. Nope. Ich fahre ja mal kurz in. Und ich brauche aber auch dringend ein Item. Matti. Oh, na toll. Moment. Wurde er nicht verlangsamt? Irgendwas war gerade hinter mir. Das gefällt mir nicht. So. Ein bisschen blaue Panzer-Action. Ciao, Kera. Blaue Panzer hatte ich wie immer getroffen. Yes. Come on. Verdammt. Hat nicht gereicht. Ich kämpfe gegen Baby Peach. Oh. I don't like this. Und so wird das nichts, Baby Peach. Okay, nehmen wir mal hier die Abkürzung. Ach. Hilft natürlich nichts. Höchstens um uns hier. Nein, nein, hilft gar nichts. Okay. Verdammt. Dieser scheiß Waluigi. So derbe von der Rolle gebracht gerade. Ah. Come on. Vielleicht wird es auch einfach mal Zeit, ein neues Fahrzeug zu nehmen. Keine Ahnung. Come on. Ciao. Ich fahre hier mal kurz an dir vorbei. An euch auch. Ah. Na toll. Und die hinter mir können natürlich schön drauf fahren, ja. Come on. Und wir sind schon wieder Ball am Schluss und ich habe etwas, was mir auch tatsächlich hilft. Naja, beinahe hilft. Ach. Shit. Okay. Ich brauche mehr Training, offenbar, eindeutig. Das bisschen Fahren am Abend reicht wohl nicht. Aber keine Sorge, ich habe bald wieder mehr Zeit zum Fahren, deswegen wird das auch wieder was. Okay. Aber Spaß macht es natürlich trotzdem, auch wenn ich hier verliere. Ist mir egal. Aber das Sinn führt hier ordentlich. Ich bin halt auch echt noch im Überlegen, wie ich das mit der Punktierung mache. Weil so gesehen, ich meine, Leute wie Baboon oder Dustin, die dann vielleicht nicht unbedingt, ja, hoffentlich fahren sie öfters mit, aber ja, Baboon zum Beispiel, der halt ein paar Mal gefehlt hat, hat dann in der Gesamtwertung schon wieder keine Chance, wirklich Erster zu werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte schon, dass alle Chance drauf haben. Sonst hat das ja auch keine Langzeitmotivation, richtig? Deswegen überlege ich mir gerade sowas wie ein System, das diesem entgegenwirken könnte. Okay. Ja, gib mir ruhig Münzen, das ist okay. Nope. Echt schon? Okay. Vor allem, ja, nein, das war nicht gut. Schon kapiert. Hast jedes Recht, mich zu überholen, Nick. Come on. Aber das möchte ich dann doch nicht riskieren hier. Nick hat da gerade ein sehr gutes Item, was mich sehr gut rausbringen könnte. Hör mal hier entlang. Schön innen. Oh Gott. Das hätte auch daneben gehen können. Hat es aber nicht. Sehr schön. Ich habe etwas, um mich tatsächlich zu wehren.
Nehmen wir mal ein paar Münzen hier. Bam. Okay, kann ich damit irgendwas anfangen? Ja, ich glaube, ich könnte Zweiter werden, wenn der weiter so fährt. Matti? Okay. Ah, verdammt. Na toll. Okay, gut. Ich glaube, ich habe ihn abgewehrt. Ich hoffe mal. In anderen Rennen konnte ich das schon riskieren, den Roten zu fressen, aber hier nicht. Komm an. Ein bisschen schneller hier rüber. Hat mir niemand was geschadet. Nick. Das war... So, perfekt. Das war perfekt, ja. Das schon eher. Ich muss echt auf die Dinger hier achten. Andernfalls wird das hier nichts. Und hier rum. Und so kann mir dann eigentlich niemand mehr irgendwas. Nope. Bam. Nicht mit mir. Immerhin Zweiter hier. Das reimt sich sogar. Ja. Habe ich noch was gut gemacht. Und das war's für mich auch schon, aber ich schätze mal, ich werde noch ein Rennen mitfahren hier. Einfach so, um die Zeit zu füllen. Jupp. Why not, right? Tja, beschwert sich gerade über den blauen Panzer. Okay, die anderen sind wohl schon draußen. Ah, nein, einer kommt. Ich würde da schon eigentlich noch eins mitfahren oder so. Jo, eben. Kira braucht gerade eine Weile. Ich glaube, die schafft das nicht mehr. Nope. Okay, dann... Ich kann es leider... Ersucht. Na, es hat nicht gereicht, Kira. Naja, gut. Wahrscheinlich ist es Nick auch. Wieso sind da alle rausgegangen? Das verstehe ich nicht. Ich meine, mein Turnierding war fertig, aber für die anderen war es dann noch okay. Gut, Kieras auch. Die hat ja mit mir angefangen. Von dem her ist das schon verständlich. Wir lassen hier Martin natürlich nicht alleine fahren, aber naja, Todpuck und Todpuck muss dann halt auch noch zuschauen. Dann hat er eigentlich auch noch eins übrig. Nächste Runde dann. Hopp. Gut. Wow. Diesmal versuche ich hier besser zu fahren, definitiv. Was nicht gelingt, wenn ich nicht mal meine Stanz schaffe, echt. Aber das sind es schon gut. Ich frage mich halt wirklich, wie viel da die Kombination von Kart ausmachen kann. Aber ich schätze mal, es ist nicht so viel. Nur vielleicht für die eine Strecke mal mehr, mal weniger. Der hat eh was. Bringt jetzt nichts, da irgendwas hinzuwerfen. Unten scheint aber auf jeden Fall schneller zu sein. Außer ich bekomme gleich nochmal ein neues Item. Dann wiederum kann man das mal tun. Naja. Hatte mir da schon irgendwie was anderes gewünscht. Ich suche hier mal nah an ihm dran zu fahren, zumindest. Ja. Hier kriegst du irgendwie gerade nicht mehr hin zu stunten. Der Fuck. Bäh. Das durch. Das durch. Hab nichts gegen dich. Hi. Na, was geht? Hat der blaue Panzer sogar tatsächlich mal mir geholfen. Das ist auch mal gut. Passiert ja jetzt auch nicht so häufig. Okay. Hier und sofort wieder. Ah, verdammt. Und das war's mit meiner roten Abwehr. Schade. Damit.
Dann nehme ich halt eine gelbe. Bin ich eigentlich farbenblind oder so, dass ich hier die ganze Zeit grün sage? Aber gut, sie ist teilweise grün. Ja, schon wieder. Aber das wird ausreichen, damit er mich überholt. Sollte ausgereicht haben. Offenbar nicht. Gut. Dann halt nicht. Bam. Na, das reicht nicht. Okay. Das reicht aber zum Glück. Ne. Bam. Der hat sicherlich irgendwas in petto hier hinter mir. Okay. Ah, das hat mich, glaube ich, eher behindert, als dass es mir geholfen hat. Wow. Bin ich gerade erschrocken. Nein. Ich fahre erst ins Ziel. Yes! Zumindest einmal noch Erster gewonnen, aber das war knappes Duell. Nice. Nice, nice, nice. Iuiui. Mati ist natürlich insgesamt Erster. Das war richtig schön knapp. Da ist mein Herz stehen geblieben bei dem Blitz. Oh Gott. Oh ja, der fährt gut. Der fährt gut. Oh, nichts von Todbruck. Okay. Wenn er nicht mitfahren will, dann hat er wohl schon. Jupp, ich nehme noch auf. Ich möchte da schon noch zumindest mein Victory hier zeigen. Und solange wir eh noch für Matti fahren, passt das. Ja, okay, ist vielleicht nicht immer 100% fair, dass immer alle mit... Na doch, eigentlich ist es komplett fair, dann hat jeder die gleiche Chance. Jeder muss sich gegen jeden beweisen. So passt es eigentlich. Aber wie gesagt, an dem ganzen Punktesystem muss ich halt noch feilen. Wow. Was nenne ich mal einen Blitzstart? Der Fuck. Komm her. So, Matti. Dankeschön. Wieso auch immer. Achso, es war gar keine Dingzähne mehr. So. Damit habe ich den mal kurz abgehängt. Oh Gott. Die hat da etwas, was ich nicht so gut finde. Dankeschön. Ich glaube, das wird diesmal ein knappes Match zwischen zwei anderen. Ah, verdammt. Okay, offenbar kann man tatsächlich sich wieder erholen von solchen Attacken. Das war sinnvoll. Was hätte ich denn als einen bekommen? Ich habe es gar nicht gesehen. So wenig Zeit hatte ich. Aber wow, das fährt er schon wieder. Ja, Leute, so gut werde ich auch mal irgendwann. Gerade noch nicht, aber wird schon. Komm mal. Nicht mit diesen Items. Deswegen nehmen wir da mal was anderes. Was habe ich jetzt? Wollte ich jetzt nicht unbedingt nach hinten werfen, aber gut. Naja, nicht wirklich gut. Das war schlecht, das war richtig schlecht. Genau das sind solche Fehler, die einen den ersten Platz kosten, einfach kein Item zu haben. Klingt jetzt gar nicht mal so wichtig. Okay. Offenbar. Ach so, vielleicht ist es tatsächlich vom Pow-Block abgestammt, diese Tröte. Dass man da tatsächlich so ausweichen kann. Na Quatsch. Aber. Oh, ich hasse das auf diesen Streifen. Komm her. Oh Gott, der kann natürlich hier abkürzen, ja? Okay, nee, dann habe ich keine Chance. Okay. Immerhin ein Rennen gewonnen. Das wird definitiv besser, keine Sorge. Es war knapp. Es war ziemlich knapp. Und Kiera ist recht weit hinten. Wow. Okay. Aber ich würde sagen, das war's dann auch schon für heute. Schätze ich mal. Außer Todpuck ist jetzt in der Lobby. Dann würde ich mich noch zu einem hinreißen lassen. Oh, jemand anders ist dabei. Wer ist denn das?
DJ von Amerika. Okay. Why not, right? Wenn wir gerade zu viele sind? Aber ich nehme dann nicht mehr auf, schätze ich mal. Das war dann für heute genug. Boah, falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute!